So, im Groben und Ganzen sieht das doch hier gut aus. Jetzt gehen wir mal noch hier hoch. Gucken, was wir hier noch machen können. Ja, die Wölfe sind echt der Knaller. So. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal noch, was da ist. Einfach nur gucken. Wer ist sie? Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Nefeli Lu. Warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge God, I ask you call upon me. The winds run foul with I'm certain Father would permit me aid the fight. Apologies. As fellow tarnished, we must down whatever road takes us. Apologies. As fellow tarnished, down whatever. Okay. Können wir die jetzt quasi rufen als Hilfe? Schmiedestein? Problem ist, wir wissen noch nicht. Oh, eine goldene Saat. Ist das der Godric? Oder ist das einfach nur so ein Boss? Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Boss. Eieieiei. Der sieht nicht so aus, als könnte man mit dem gut Kirschen essen. Muss ich hier überhaupt hin? Eintritt. Eintritt. Und der tritt mir alles ins Gesicht. Der ist drunk. Aber da liegen jetzt 3000 Seelen. Die darf ich jetzt auf gar keinen Fall verlieren. Stopp. Erst die goldene Saat. Flaschen, goldene Saat. Die Ladungen und Flaschen wurden hinzugefügt. So. Flaschen aufteilen. 3-3 ist, glaube ich, okay. Ist doch mal von beidem was dabei.
So, die Wölfe, die sparen wir uns jetzt. Diese Herbeirufung Reserve ist jetzt aktiv. Okay. Okay. Let's go. Kommt er hier rein? Du bist zu klein, mein Freund, zu groß. So, ich habe einen Versuch. Einen Versuch habe ich. Einen einzigen. Komm, ein Schlag. Der muss sitzen. Komm. Jetzt spielt er mit mir. Jetzt spielt er mit mir. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich bin so gut. Okay, hier ist Godric. Haben wir hier noch ein Bonfire? Oh ja. Okay. Dann haben wir hier noch. Ach du lieber Gott. Papa Topf ist da. Papa Topf ist da. Okay, das ist. Der Topf hat mich gekillt. Okay, das Gute ist. Der Topf kommt erst, wenn ich die Babytöpfe kaputt hau. Wieso ist denn jetzt? Warum sind die jetzt da mittendrin? Kann mir auch keiner erklären, ne? So, sollen wir erst hinlaufen? Wir schlagen mal noch nicht. Wir laufen erstmal hin.
Oh. Da war der große Topf. What? Die machen so viel Damage. Okay. Das muss man auch mit Vorsicht genießen da. Eieieiei. Töpfe des Todes. Hier in dem Spiel darf man wirklich nichts trauen. Ne? Die waren die ganze Zeit lieb, die Türme da. Türme sage ich schon, die... Die Töpfe. Und plötzlich töten sie mich. Kriegsasche, Sturmufer. Nein! Oh, ich bin so lucky. Holy moly. Ich dachte, ich wäre tot. Junge, Junge, Junge. Ja, ich trau hier keinem Topf mehr. Die leben ja noch. Gesprungener Topf. Zweimal gesprungene Töpfe, okay. So, wir gucken mal gerade, was da unten, wie wir da unten hinkommen. Oder wo wir sind, wenn wir da unten hin sind. Ich glaube, es ist der Aufzug, den wir hätten gehen können. Ja. Hätten wir machen können. Okay, perfekt. Dann wissen wir wenigstens, wo wir sind. Wäre auf jeden Fall ein deutlich einfacherer Weg gewesen. Aber da hätten wir auch die ganzen Erfahrungen nicht mitgenommen, ne? So. Dann würde ich sagen, speichern wir hier. Wir haben heute viel erreicht, tatsächlich. Viel erreicht und sind bis zu Godric gekommen. Also Godric ist jetzt der nächste Boss. Ob wir den besiegen können, kein Plan. Aber wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Haut da rein. Ciao, ciao.